Leute, ich habe heute eine Videoart, die ich schon relativ oft gemacht habe, denn ich habe ein Unboxing für euch. Allerdings ist das keine normale Box, sondern das ist quasi die Luxus-Variante. Das ist die Luxury-Box und ich finde, sie sieht schon etwas luxuriöser aus als die anderen, schon allein durch diese Schleife und so und durch dieses schlicht gehaltene Design. Also mir gefällt es von außen schon mal sehr gut. Es ist auch eine Box, die man sich ins Zimmer stellen kann. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Natürlich kriegt ihr am Ende dann nochmal gesagt, wie ich die Box im Endeffekt fand und ob sie sich lohnt oder ob sie sich nicht lohnt. Und ja, ich möchte noch dazu sagen, ich habe die Box kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Hier nochmal danke an das Team von Luxury Box. Ihr hört aber hier meine ehrliche Meinung, also ich lasse mich nicht kaufen. Ich mache erstmal die Schleife hier weg und dann öffnen wir die Box mal. Und da ist, wie auch bei den anderen Boxen, die ich bis jetzt getestet habe, erstmal eine Karte drin, beziehungsweise das hier ist keine Karte, sondern ein kleines Heft. Ich glaube, das sind schon die Produkte, die hier drin sind. Auf jeden Fall steht da immer zu einem Produkt etwas dazu. Da werde ich natürlich gleich nochmal schauen. So, ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Produkt. Und zwar ist das dieses hier, Amalian ist die Marke, Hyaluron Lecithin Complex High Potential Lifting Body Lotion. Es ist eine Body Lotion, es sind 100 ml enthalten und Hyaluron ist ja schon mal sehr gut für den Feuchtigkeitshaushalt und Lecithin kenne ich eigentlich nur als Nahrungsergänzungsmittel fürs Gehirn, so dass, dass man sich besser konzentrieren kann und so. Deswegen, ich kenne das in der Creme jetzt so nicht, aber klingt interessant. Ich muss erstmal riechen. Ihr wisst, ich bin geruchsempfindlich. Pumpspender finde ich schon mal sehr, sehr geil, weil das einfach die hygienischste Art ist, Creme irgendwo rauszukriegen. Riechen tut's gut. Und anfühlen tut sich's gerade eigentlich auch ganz gut. Also es ist nicht so richtig fettig oder so, sondern es fühlt sich einfach geschmeidig an und ja, ich bin mal gespannt. Ich lasse das jetzt mal einziehen. Und ich finde, es sieht auch eigentlich relativ hochwertig aus. Also das Design gefällt mir auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal, was das gekostet hat. Dieses Produkt hier hätte einfach mal 40,50 Euro gekostet. 40,50 Euro. Okay, das ist krass. Also für diese Preise würde ich mir wahrscheinlich keine Bodylotion kaufen. Aber ich bin geehrt, sowas testen zu dürfen. Also, krasser Scheiß. Sorry dafür, aber echt teuer. Aber mal gucken, was noch so drin ist. Was nehme ich denn als nächstes raus? Dieses hier. Von Uslu Airlines. Uslu Airlines, war das jetzt richtig? Die Farbe Innsbruck Crane Bitten C10. Ich blende es euch natürlich auch nochmal hier ein. Und jetzt bin ich gespannt, was drin ist. Ein Nagellack in einem Khaki-Ton. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Khaki-Fan. Ich mag es auf den Nägeln eher entweder so ganz glitzer, so wie ich es gerade habe. Oder halt so die klassischen Töne wie Rot, Rosé, sowas in der Art. Aber ich kann mir das so für den Herbst eigentlich ganz cool vorstellen. Ich gucke mir mal immer das Pinselchen an. Ja, Pinselchen sieht normal aus. Ist jetzt so ein ganz normales Standardpinselchen. Es gibt ja auch breite Pinsel, aber der hier sieht ganz normal aus. Und der Nagellack hätte 19 Euro gekostet. Ich fand ja immer schon die von Essie und Sally Hansen und so teuer. 19 Euro, okay. Belassen wir es mal dabei. So, dann suche ich hier mal das nächste raus. Von Redken, das ist eine Marke, die kenne ich, also die sagt mir auf jeden Fall was. Ich hatte zwar noch nichts von Redken, aber die Marke hat man schon mal gehört oder habe ich schon mal gehört. Und zwar ist das 25 Benefits One United All-in-One Multi-Benefit Hair Treatment. Also es ist irgendein Pflegespray für die Haare, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dann schauen wir mal, was hier noch drüber drin steht. Jeder von uns hat eine eigene Geschichte.
Aha, hier heißt es, es ist die All-in-One Multi-Benefit Beauty Waffe mit 25 Eigenschaften. Okay, das heißt, es ist quasi eins für alles so. Es soll quasi die Haare geschmeidig machen, glätten, Glanz. Es ist für junges Haar, für altes Haar, für Mann oder Frau. Also es ist quasi für jeden ein Pflegespray für die Haare. Hat 150 Milliliter, kostet 19,90 Euro. Finde ich okay. Also finde ich preislich okay. Aber sind Silikone drin? Nein. Nein. Ich will, dass es ohne Silikone ist. Okay, es sind leider Silikone drin, das heißt, es wird sich wieder eine Freundin oder meine Mama oder irgendjemand darüber sehr, sehr, sehr freuen. Ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne ausprobiert. Es klingt wirklich sehr verlockend und gut, zumal Redken ja eigentlich auch eine ziemlich gute Marke ist. Aber es sind leider Silikone drin und ich bleibe da jetzt hartnäckig. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich eh über den Haufen schmeißen und alles benutzen, aber ich probiere es mal durchzuhalten. Ich habe es ja schon eine ganze Weile geschafft. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar ist das von Bella Pierre Cosmetic. Habe ich auch schon mal gehört. Ein Gel Lip Liner in der Farbe Natural. Oh, der ist schön. Der sieht jetzt für mich nicht so natural aus. Eher so ein Braunton, so Kylie Jenner mäßig. Aber ich kriege sogar einen Lip Liner. Hat aber einen Geruch, aber nur so ganz leicht. Aber ist okay. Für mich nicht unbedingt eine natürliche Farbe, aber eine sehr, sehr, sehr geile Farbe. Und so eine Farbe habe ich auch noch nicht, von dem her freue ich mich gerade sehr. Schauen wir mal, was der gekostet hätte. Der hätte 20 Euro gekostet. Finde ich für ein High-End-Produkt, was Kosmetik angeht, eigentlich auch echt in Ordnung. Also den werde ich auf jeden Fall mal tragen in einem meiner nächsten Videos. Also wenn ich sowas Dunkelbraunes dann auf den Lippen habe, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was das für einer ist. Und dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Produkt. Modular Cosmetics Lip Booster. Oh, das klingt sehr vielversprechend. Ein Lipgloss, der aber anscheinend Volumen oder halt die Lippen so boosten soll, dass sie ein bisschen größer werden. Riecht ganz gut. Ich mache ihn mir einfach mal auf die Lippen. Schauen wir mal, was passiert. Bisschen mehr, ne? Mehr ist mehr. Oh, haben wir heute alles in einem blind schminken? Die No Mirror Challenge. Und ein Unboxing. Es kribbelt so ein bisschen an den Lippen. Also so ein bisschen wie, nicht scharf, aber so ein bisschen, als hätte man sich so was Minziges auf die Lippen gemacht. Aber fühlt sich sehr angenehm an. Aber kribbelt so ein bisschen. Aber ich finde es irgendwie cool. Der hätte gekostet 29,90 Euro für 10 Milliliter. Das ist schon ein heftiger Preis, würde ich sagen. Aber okay. Aber wenn er hält, was er verspricht, finde ich es geil. Jetzt ist noch ein Produkt drin und zwar von Sensai. Eine Cellular Performance Extra Intensive Cream. Okay, steht jetzt aber nicht drauf, ob es eine Nacht- oder Tagescreme ist. Wahrscheinlich einfach generell eine Creme. Und zwar sind das 6 Milliliter. Ich gucke erstmal, wie es riecht, bevor ich euch irgendwas über den Preis sage und so. Oh, süß. Ich mag ja so kleine Miniaturausgaben. So eine Mini-Creme finde ich voll goldig. Riecht gut. Riecht sogar echt richtig gut. Oh, und fühlt sich voll weich an. Die schmier ich mir heute ins Gesicht. So, die hätte gekostet. Für einen kurzen Moment dachte ich, hier ist ein Druckfehler. Aber ich glaube nicht. Oh mein Gott. Also, hier sind jetzt 6 Milliliter drin, ja? 40 Milliliter würden kosten, haltet euch fest, setzt euch hin, 299 Euro. Was? Ich muss jetzt drei Satz machen. Ich muss ausrechnen, was dieser Pott kostet. So, da ist Mathe doch zu was zu gebrauchen. Also 299 geteilt durch 40 mal 6. Also wenn ich nicht total blöd bin und es gerade richtig gerechnet habe, dann kostet diese Creme, nur dieser kleine Pott von 6 Millilitern, 44,85 Euro. Leute, das sind fast 45 Euro für eine Creme. Was?
Also wenn die Sachen so gut sind, wie sie teuer sind, dann hat sich diese Box auf jeden Fall ultra krass gelohnt. Heftigst. Ich werde mir die Sachen hier nochmal durchlesen, aber ey, das ist ja ultra krass. Alter Falter. 45 Euro für eine 6ml Creme. Und dann ist hier noch ein 20% Rabatt-Coupon drin aufs gesamte Sortiment von Modular Cosmetics. Das war von diesem Lipgloss hier, die Marke. Finde ich cool. Oh, ist das vegan? Weil der Gutscheincode ist nämlich was mit vegan. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch den öffentlich mitteilen darf. Da muss ich jetzt doch mal kurz reingucken, weil das finde ich schon wieder interesting. Ich lebe zwar nicht vegan, aber ich finde es sehr gut, wenn Kosmetik vegan ist. Da steht jetzt allerdings nichts dabei. Also da steht nur ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Mineralöle, ohne Paraffine, ohne Nanomaterialien und ohne Aluminium. Ah doch, da steht es ganz groß. Ich lese den kleinen Text, ne? Da steht es ganz groß. Vegane Schönheitsgeheimnisse. Das heißt, dieser Lipgloss hier ist auch vegan. So, was ist hier noch drin? 16% Rabatt mit deinem persönlichen Gutscheincode bei Redken. Wie ihr wisst, habe ich bei jeder Box am Schluss ein Lieblingsprodukt oder mehrere Lieblingsprodukte und ein oder auch mehrere Produkte, die ich vielleicht nicht ganz so toll fand. Und mein Lieblingsprodukt heute ist... Ich kann mich eigentlich nicht entscheiden, ne? Ich weiß ja noch nicht, wie die Cremes so sind, ne? Die muss man natürlich erstmal testen. Deswegen, auf den allerersten Blick würde ich jetzt mal sagen, sind das hier meine Lieblingsprodukte. Und zwar ist das einmal dieser... Lip Liner von Bella Pierre, weil ich echt die Farbe mega geil finde. Das ist sowas, was ich mir wahrscheinlich nicht kaufen würde, aber was auf den Lippen, glaube ich, ultra geil aussieht. Und den Lipgloss, weil der sich einfach voll gut anfühlt. Mein Flop-Produkt, also nicht wirklich Flop, aber es ist einfach für mich ungeeignet, ist leider dieses Haarpflegespray, weil da eben Silikone drin sind und ich die nicht benutze und deswegen muss ich es leider weiterschenken. Aber ich glaube, derjenige, der das kriegt, wird sich darüber mega freuen. Also es ist auch nicht wirklich ein Flop-Produkt, aber es ist einfach nicht für mich geeignet. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es war interessant für euch und ich kannte diese Box wirklich vorher auch nicht und habe sie jetzt erstmal kennengelernt und vielleicht kanntet ihr die auch noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Infobox mal schreibt, welches Produkt ihr am besten fandet bis jetzt und ob ihr schon mal irgendeine Box ausprobiert habt, ob es jetzt die Pinkbox war oder die Brigitte Box oder die Glossy Box oder irgendeine Box. Würde es mich mal sehr interessieren, was ihr darüber denkt und wie eure Erfahrungen waren. Also schreibt mir das doch bitte mal hier unten in die Kommentare und alles zu dieser Box schreibe ich euch natürlich nochmal hier unten in die Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!